Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Mine Kraft Aura. Ich hoffe, es ist alles richtig eingestellt. Wahrscheinlich habe ich jetzt einfach keine Tonspur. Und ja, wir haben heute als Extra-Item doppelt so viele Enderperlen und doppelt so viel Schnee. Und hier gehe ich in mein schön erbautes Haus von letzten Mal. Oh Gott, warum sind die Zombies so laut? Warum ist mein Ton so laut? Ich mache, glaube ich, das Ganze mal leiser. So, perfekt. Das ist noch von der Adventure-Map. Auf jeden Fall, wir haben von allem doppelt und ich weiß nicht, was ich am Anfang machen soll. Außerdem Simon, Dena fehlen, weil ja, nicht Roadtrip, die sind Longboard-Cruisen. Und ich habe keinen Ingame-Sound, okay, egal. Ja, ich bin gerade so aufgeregt. Ich kam gerade sogar 7 Minuten zu spät, heißt, ich bin mental gar nicht drauf vorbereitet. Ich habe mal wieder alles verzögert. Wir könnten hoch zu Tuddle. Wollen wir Tuddle Hallo sagen? Hallo. Warte, ich will Delay Hallo sagen. Hallo, Delay. Oh. So? Aua. Oh, guck mal, das meine ich hat nur ein Auge. Na komm, geh mir auf Delay. Oh, verdammt. Ja, dann halt nicht. Dann will ich doch nicht mehr. Nein. Ich will nicht. Ich habe gehofft, ich kann ihn runterschubsen. So, Mr. More Game ist natürlich wieder in meiner Umgebung. Das gefällt mir nicht. Delay guckt mich an. Den Creeper wurde gesetzt. Oder ist einfach so explodiert. Okay. Wer ist da oben? Wer ist das? Hups. Ja, das ist Mr. Moore. Ich will nicht wieder von Mr. Moore getötet werden. Eigentlich müssen wir versuchen, Mr. Moore zu töten, bevor er uns tötet. Das sollte unser höchstes Ziel sein. Ich stehe hier oben einfach mal richtig gefährlich. Aber ich fand das lustig. Da, Delay. Da. Er ist da oben. Wer ist das? Ich kann es nicht lesen. Ah, ich habe jetzt Zoom. Ach, I-Doppel-Z-I. Bei Manu ist wieder Party, bei mir nicht. Ach komm, mischen wir uns da einfach ein. Ach, Mr. Moore. Mäh. Mäh. Sie erkennen mich nicht, ich bin getarnt. Mr. Moore campt in einem Loch. Ist natürlich doof. Außerdem müssen wir uns nicht in die Kommentare schreiben. Hey. Macht doch einfach, keine Ahnung was, macht Game Mode 2, weil im Game Mode 2 kann man immer noch Fackeln abschlagen. So, dann, Mr. Moore wirft eine Kugel, müssen wir Mr. Moore ausschalten. Wo ist er hin? Er ist unten. Nein, er ist da. Er hat überlebt, schade. Mr. Moore ist für uns die größte Gefahr, er hat uns schon so oft getötet, deswegen müssen wir ihm diesmal zuvorkommen. Wir müssen, oh, hallo Zombies, ihr wollt alle den Villager, den Gehmann des Mill, den kriegt ihr aber nicht. Ich gehe jetzt einfach hier in das Haus. Es hat mich niemand gesehen. Ganz einsam und allein. Okay. Ah. Mein Herz klopft wieder. Ich sneak hier einfach raus in mein Haus. Oh, oder? Ich mische mich da hinten ein. Die Sache ist, Mr. Moore wird mich abfangen. Mr. Moore wird mich abfangen, wenn ich mich irgendwo einmische und töten. Deswegen ist es mir viel zu gefährlich. Hat er gerade einen Enderperler geworfen? Ist Zombie ist noch oben auf seinem Ding. Hallo? Oder ist es Mr. Moore? Oh Gott, ich erkenne rein gar nichts. Ach komm, geh mir auch mal in das Haus des Todes. Vielleicht können wir ja irgendwas machen. Hallo? Ich möchte, oh, oh, die möchten alle nicht mehr, die hassen mich. Warum hassen sie mich? Ich komme an einen Ort, oh. Oh, Manu hat I-Doppel-Z-I getötet. Oh, jetzt ist halt die Frage, was Manu macht. Er dürfte, wenn die sich wirklich totgeprügelt haben, dürfte nicht mehr viel Leben haben. Das bedeutet, wir gehen ihm einfach hinterher. Hallo.
Ja, wo ist er hin? Er hat sich mit der Enderperle runtergeworfen. Gehen wir einfach mal auf seinen Tower. In der Hoffnung, dass wir da ein bisschen bessere Aussicht haben. Ich habe jetzt all meine Schneebälle verschwendet, das ist eigentlich dumm gewesen. Aber man muss ja auch mal Sachen riskiert haben, um Sachen riskiert zu haben, wie ich das so schön sage, das sagen pflege. Oh, sind wir hier schön. Oh, hoch. Wollt jemand eine Enderperle zu uns werfen, oder? Ich kann von hier aus einfach auf Zombies Haus. Verrückt. Oh, ist das schön. Ich war hier, glaube ich, erst einmal oben. Genießen wir die Aussicht. Und verwenden weiter. Oh, ich könnte mein Inventar mal sortieren. Das kommt natürlich weg. Und das kommt dahin. So, das Essen dahin. Okay, jetzt haben wir wieder ein besseres Inventar. Wir müssten einen richtigen Moment abpassen, um irgendwo reinzugehen. Ah, da ist wieder Mr. Moore. Mr. Moore wollen wir da. Oh, danke für den Speedbuff. Er hat mir den Speedbuff gegeben. Auf jeden Fall sehr freundlich. Oh, hallo Zombie. Nicht wehtun, nicht wehtun. Creeper. Okay. Peng. Ich muss mich kurz kratzen. Oh, einfach neben dem Kaktus. Das ist bestimmt gesund. Das ist sehr, sehr gesund. Ich habe richtig Sorgen. Vielleicht kommen wieder die Monster raus. Aber jetzt müssen wir mal aktiv werden. Und eventuell sterben, so wie wir das halt immer machen. So. Oh, du bist gegen... Oh, Zombie. Nicht wehtun. Oh, ich glitsche in der Wand. Manu ist ein Kakteen. Manu war einfach an den Kakteen. Ah. Gehen wir einfach drauf. Ich meine, was kann schon passieren, außer der Tod. Der Tod ist auch nur ein nächster Schritt in Richtung Tod. Wo ist Mr. Moore? Ich muss Mr. Moore ausschalten. Sonst schaltet er uns aus. Wenn wir nicht töten, dann tötet er uns. Das ist das Motto. Essen sollten wir auch mal wieder. Hallo. Willst du dich echt totschlagen? Ich möchte es ehrlich gesagt nicht. Deswegen wollte ich eigentlich raus. Aber du willst nicht, dass ich rausgehe. Ah, hallo. Da bin ich draußen. Da habe ich echt keine Lust drauf. Hallo. Wir haben hier gerade einen Zombie in die Ecke gemobbt. Nee, da laufe ich nicht lang. So. Ein Zombie in die Richtung. Ja, gut. Wenn Mr. Moore immer ins Wasserloch geht, dann kann ich da nicht viel machen. Wir sollten auch wieder essen. Aua, das tat weh, Zombie. Ah ne, das war Pixelwolf. Pixelwolf. Schauen wir mal hier bei Manu vorbei. Ja, da war wieder Mr. Moore von hinten. Oh Gott, ich rede kaum, aber es ist auch richtig aufregend. Es ist nervend aufreibend. Hallo. Ich schlage jetzt einfach mal mit dem Essen, weil ich ihn ja nicht wegschlagen will, sondern komboen. Und das Schwert schlägt einen... Oh nee, der Zombie will mich. Das ist natürlich suboptimal. Der Zombie will Mr. Moore. Das finde ich okay. Oh, aber der Zombie macht mir zu viel Schaden. Wir rennen mal in die Richtung. Mr. Moore kommt nicht hinter... Ah, komm, dieser Zombie. Nee, du stirbst jetzt. Dann halt mit der Faust. Wenn es nicht anders geht. Wenn du mich unbedingt töten willst. Dann muss wohl einer von uns beiden sterben. Ich sehe keinen anderen Ausweg. Auch wenn Mr. Moore wahrscheinlich low war, weil Mr. Moore haut normalerweise nicht ab. Sondern geht einfach immer weiter. Oh, Pixelwolf. Ich will diesen Zombie töten. So, das Ziel ist eigentlich... Oh. Sich runterzuschubst. Das sehe ich allerdings gerade keinen Sinn. Besonders hier. So. Und Delay ist anscheinend fast tot. Wir gehen einfach hinterher.
Oh, und er hat sich weggeworfen. Wohin? Dahin. Gehen wir auch hin. Und müssen Mr. Moore... Naja. Nichts können wir da groß machen. Pixelwolf. Oh Gott, wir schlagen uns hier einfach hin und her. Nein, ich möchte da nicht hin. Nein, Pixelwolf, ich möchte nicht. Ich möchte nicht sterben. Ich möchte nicht. Tom Baby, schützt mich. Nein, nicht mich. Mr. Moore, los. Ja, der lockt uns zum Grab, zum Abhang, damit wir selbst reinrennen. Okay, nee. Er sehe ich als sinnlos. Geh in die Richtung, geh in die Richtung, geh in die Richtung. Ich sagte, geh in die Richtung. Los, Speedranke. Go, go, go. Oh, hallo. Oh, Gott. Habe ich den Speedtrank auch abbekommen? Ich weiß es nicht. Na, wir prügeln uns hier bei Delay und der arme Schneemann muss zuschauen. Ach, schlagen wir ihn mal damit. Türen zu. Oh Gott, wir schaffen das schon. Pixelwolf schlägt uns, wir schlagen Pixelwolf. Ich sag gerade rein gar nichts. Ich bin auch richtig aufgeregt. Los, Creeper, explodier. Wir können ihn eigentlich voll gut zu Gegnern schlagen. Aber es hat alles keinen Sinn. Wenn wir jemanden töten, dürfen wir ja seine Sachen nehmen. Ich glaube, oh, mein Essen geht langsam zu Ende. Oh, guck mal, da ist ein Creeper explodiert. Ach, schlagen wir jetzt einfach Manu. Ist mir egal. Ich sehe, da kriegen keinen Sinn mehr. Los, Manu, ich schlag dich. Und Pixelwolf schlägt dich auch. Ach, schlagen dich einfach in die Menge. Und fall dann am Ende in den Tod. Ich weiß, glaube ich, auch mittlerweile gar nicht mehr, wo meine Enderperlen sind. Auf welcher Taste. Erstmal essen. Okay, das hat sich auch erledigt. Mr. Moore hält sich raus. Ich glaube, er hat Angst, dass alle seine Sachen kaputt gehen, bevor irgendwas passiert. Manu schlägt weiter auf Delay ein. Das Zuckerrohr ist fast komplett weg. Mr. Moore verfolgt Manu. Ich verfolge Mr. Moore. Komm, verwenden wir uns einen Speedtrank. Okay. Jetzt müssen wir aufpassen. Die Stelle ist echt kritisch. Hier in die... Hier kann man sich auch schlecht mit einer Enderperle retten. Deswegen wäre es, denke ich, ganz sinnvoll. Ja, gut. Und hier? Hier kann am Ende einer campen. Und Delay kommt. Und? Ich? Mr. Moore hat sich entweder durchgeklitscht. Mr. Moore, ich habe Mr. Moore umgebracht. Und Delay? Delay hat überlebt. Okay. Oh, Gott sei Dank ist er tot. Okay, so, ganz ruhig. Wer lebte noch? Nee, Mr. Moore lebt. Hat nur nicht gelieft. Oh, Mr. Moore hat mich so oft töten können. Beziehungsweise in der Situation. Jetzt hat er uns so oft getötet, jetzt haben wir ihn zurückgetötet. Und jetzt können wir mutig und stolz hinfort. Oh Gott, Skelette. Oh Gott, Creeper. Oh Gott, aua. Mr. Moore ist gegangen. Es regnet auch noch. Warum passiert das? Warum regnet es? Nein, nicht schießen. Nicht schießen, Skelette. Mr. Moore ist in den Tod gefallen. Heißt, von ihm kriegen wir kein Essen. Und das Essen wird richtig knapp. Ich werde langsam von Monstern umzingelt. Wo ist Delay hin? Ist Delay auch tot? Nee, Delay lebt. Er hat sich dann auf Gommes Drachen gebackt.
Manu lebt auch noch. Manu wird in seinem Haus sein, wenn es ihm schlecht geht. Und so wie er allem hinterhergesprintet hat, wird er kaum Leben haben. Ich glaube, wir machen einfach das, was jeder andere auch macht. Wir verziehen uns in unser trautes Heim Glück allein. Und werden dann mal Pixelwolf, Delay, oh Gott, Frameinbrüche wegen Regen, oh nee. Ich glaube, wenn wir Pixelwolf hinterherrennen, das ist unser Tod. Pixelwolf hat kaum Leben, heißt, er teleportiert sich weg. Der Creeper hat auch kaum Leben. Wir porten uns einfach auch mal hinterher. Hat er nichts mehr zu essen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Pixelwolf anscheinend nicht mehr so gut am Leben. Oh oh. Er könnte uns aber immer noch die Plattform runterschubsen. Was gar nicht so unrealistisch wäre, wenn ich es hier gerade anschaue. Oh, warum habe ich ihn nicht erwischt? So, Delay. Warum gehen wir nicht auf Pixelwolf? Warum gehen wir nicht auf Pixelwolf? Okay, er lebt noch, der Villager. Ich frage mich auch, ob der Villager lebt, den wir eingesperrt haben. Und ich frage mich auch, wo Manu ist. Ich glaube, ist jemand hinter mir. Wir gehen jetzt auf Manus Turm. Und verschaffen uns von da aus Übersicht. Unser Essen wird richtig knapp. Hier darf ich ja gar nicht behalten. Schenke ich Manu. Darf er haben. Gehen wir hoch. Und essen nochmal was. Unsere letzten drei Kuchen. Wir verschaffen uns jetzt einfach einen Überblick und dann entscheiden wir, wohin wir gehen. Mit dem Turm hier dürfte es eigentlich kein Problem sein, eine gute Location auszuchecken. Wir können zumindest auf Zombies Haus und dann von Zombies Haus überall anders hin. Die Treppe wollte ich jetzt nicht unbedingt runterlaufen. So, mal schauen, ob wir diesmal wieder treffen. Ich hoffe es doch. Vielleicht fallen wir auch einfach in unseren Tod. Nein, wir haben überlebt. Okay, wo sind sie denn? Ich sehe hier niemanden. Wir haben Federfallschuhe, also dürfte es kein Problem sein. Die Delay rennt zu seinem Haus. Wenn er nicht rauskommt, ist es schlecht. Von hinten könnte auch jederzeit jemand mich überfallen. Pixelwolf ist in seinem Haus. Wir leben noch und Manu. Wo ist Manu? Manu hat wahrscheinlich gar nichts mehr und muss sich deswegen verstecken bis zum Ende. Das ist seine einzige Chance. Ja gut, jetzt sind alle in ihren Häusern. Ich muss eigentlich warten, bis einer rauskommt. Wo war Manu? Ah! Unsere Chance, einen abzustauben. Auf die Delay. Ich glaube, die Delay, so viele Pfeile wie er in sich hat, kann er nicht mehr lange leben. Okay, Manu ist halt dann natürlich das nächste Ziel. Wenn ich Manu runterschubsen könnte, wäre das natürlich auch was. Okay, sie laufen jetzt dahin, wo Mr. Morfochen gestorben ist. Und Delay ist aus der Welt gefallen. Und Manu ist in der Wand geglitscht. Okay. Manu geht zu seinem Haus. Pixelwolf wird es wahrscheinlich gewinnen, weil ich aggressiv hinterhergehe. Außer ich kriege den Loot von Manu. Wenn ich Manu töte und sein Essen bekomme, dann habe ich gewonnen. Okay. Ich glaube. Dass mit der Faust schlagen schlauer ist. Wenn man jemanden totschlagen will. Und hier sehe ich gerade keine andere Möglichkeit außer totschlagen. Pixelwolf, will er mich oder Manu? Okay. Habe ich keine Rüstung mehr? So. Manu hat keine Rüstung mehr. Okay. Ich habe, glaube ich, keine Rüstung mehr. Pixelwolf gewinnt das, wenn wir jetzt nicht zusammen noch Pixelwolf schwächen, während Manuel schon geschwächt ist. Das ist gerade meine einzige Chance, noch den Endkampf zu gewinnen. Pixelwolf schwächen mit Manu.
Sonst verlieren wir gegen beide. Okay. Ich habe kein Essen mehr. Jetzt wird's richtig behindert. Und kritisch. Ich glaube, ich sterbe als Erster. Mann, nix. Oh Gott, ist die Frage. Welcher von beiden hat weniger Leben? Manu dürfte weniger Leben haben. Manu hat keine Rüstung mehr. Manu ist tot. Okay. Manu will den Pixelwolf finishen. Oh, Manu hat noch Essen. Heißt, Manu gewinnt das. Ja, Manu gewinnt es, wenn er noch Essen hat und ich nix. Außerdem kann ich gleich nicht mehr sprinten. Meine einzige Chance wäre eigentlich noch runterschubsen und nicht totprügeln, was auch eigentlich der eigentliche Sinn ist. Ja, jetzt ist Manu weg. Ich bin weg. Ha. Pixelwolf geht auf Zombies Turm. Ist eigentlich meine Chance, meine einzige Chance, noch jemanden zu töten. Oh. Da wollte ich natürlich nicht hin. Ich habe keine Federfallschuhe mehr, heißt, der nächste Enderperlenwurf bringt mich um. Oh nee. Was soll ich jetzt machen? Ich habe ganz viele Fackeln. Darf ich nicht haben. Habe ich was im Inventar? Nein. Alle haben kaputte Rüstung, keiner hat Federfallschuhe mehr. Jede Enderperle könnte einen töten. Manu hat noch Essen, Manu gewinnt. Ja, ich kann hier nicht weg. Manu kommt jetzt zu mir. Oh, was hat mir da Schaden gemacht? Ach, eine Enderperle. Manu, fall bitte runter. Fall bitte. Runter! Nein, ich sterbe. Ich sterbe. Mein letzter Schlag. Und? Ich bin tot. Okay, gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, schaut bei Manu oder Pixelwolf vorbei, wenn ihr das Ende sehen wollt. Wenn nicht, dann nicht. Aber schaut da vorbei. Ihr wollt doch wissen, wer gewinnt. Tschüss!